Ja, willkommen jetzt zu Star Wars Empire at War Jodenmal 2018 mit Imperium. Ich mache gerade ein bisschen hier die ganze Scheiß-Korruption weg, weil die auch, wie ich vorhin sehen musste, meine Special Battle Station einfach mal so sabotieren können, auch wenn die einfach mal hier locker, ne, so viel Geld kostet, kann das Sandkonsortium anscheinend das bezahlen, einfach mal so das zu sabotieren. Ich möchte noch einen Heldkurs ausschalten, bevor wir gehen. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Wen könnten wir? Wir könnten eigentlich Sidious töten, ne? Dann machen wir Sidious weg. Und dann werden wir unsere... Ich habe noch ein bisschen was dazu gepackt an Infanterie. Und Flugzeuge, da die Karte, wie ihr seht, hier extrem groß ist. Das ist immer ein bisschen sauberer hier. Ich muss mal gucken, ob wir noch einen Held haben, der noch Korruption entfernen kann, weil jedes Mal Palpatine hier rumzuschicken, ist eigentlich schon eine echt nervige Angelegenheit. So, dann schicken wir mal unsere Jungs runter. Das wird wieder eine Sucherei, ne? Ich mag irgendwie so extrem große Karten nicht. Weil irgendwie für Bodenschlacht ist das nicht so cool. Für Raumschlacht ist es eigentlich cool, aber so für Bodenschlacht ist mir das viel zu groß. Naja, okay. Ich mal gucken, was das hier ist. Ach so, so super. Ja, okay, die nehmen wir noch nicht. Oh, haben sie das geändert, dass nur noch eine ein LAT-Schiff da ist? Okay. So, Jungs, steigt mal hier. Ach so, ihr könnt... Oh, hätte ich das gewusst, dass ihr absetzen könnt, dann... Ja. Dann hätte ich eigentlich gar keine Infanterie runtergeholt. Runtergeholt. So, ihr seht, das ist echt eine riesige Karte. Hier haben wir die Arena, wie aus dem Film, ne? Hier sind diese Akklimatoren, die wir vorhin gesehen haben. Ja, einfach so eine richtig riesige Karte. Oh, hier sind Genosianer. Ja, die können eigentlich egal sein, wir wollen ja den Feind vernichten. Ich glaube, hier wäre so eine Karte, wo sich wirklich Turbolasertürme auf dem Boden lohnen würde. Wenn man die sich die kaufen würde. So, ich denke mal, ich werde mich hier so absetzen. Ach ja, die Vultures. Ey, töte mal meine Infanterie bitte. Ja, da eben nicht. Danke für nichts. So, dann werden wir uns hier so einen kleinen Brückenkopf jetzt bauen. Anti-Fahrzeug, Anti-Infanterie und Luftabwehr. Hier können wir Turbolaser-Schirm und sowas bauen. Zumindest war es bei den anderen Teilen so. So, AT-ATs möchte ich gerne haben. Und... Ja, Flugabwehr warte ich noch. Ich warte erstmal auf weitere Verstärkung. Komm, wir kaufen mal so ein Riesenturret. Einfach mal so. Hä? Was ist das denn hier? Ach, können wir uns den schnappen? Oh, da ist was. Das ist, glaube ich, ja, das ist diese Artillerie von denen, ne? Ja, Droid Artillerie. Zerstören wir mal schnell. So, ihr setzt mal bitte Infanterie ab. Ey, wenn wir das einnehmen, kriegen wir vielleicht noch ein LAT-Schiff. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, mach mal hier kurz einen Prozess mit diesem Dreck hier. Krieg ich noch eins? Nur eins? Na, okay. So, wir warten noch mal, dass ich noch mal Infanterie absetzen kann und dann sehen wir uns mal hier... Obwohl, wir können mal ein paar Aufklärer hier hochschicken. Wir haben jetzt hier alle AT-Schiffe und die können wir auch nutzen. Bevor wir noch auf die Verstärkung warten. Kurz diesen ganzen Dreck hier wegmachen. Ja, da seht ihr wieder dieses extreme Turret, das ist echt stark. Aber irgendwann hört es auf zu schießen. Das weiß ich nicht. Irgendwie, ob die Munition leer ist oder so. Hm. Oh, 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 hier, bevor die irgendwie Stress machen. Weg mit diesem Rotz. So, nochmal ein bisschen Sturmtruppen hier. Ja, ja, bringt mal ein paar Leute da um. Also beschäftigt mal die Genosianer. Okay, ist noch mehr. Da ist ein Haufen Artillerie hier. Ah, okay, jetzt ist es kaputt. Hm. Na gut. Ist das nicht so cool, nur ein
LAT-Schiff da rauszukriegen, ne? Ja, LAT-Gunship. Ich glaube, ich sollte die Gunship nennen. Aber ich habe mir jetzt, glaube ich, zu sehr daran gewöhnt, LAT-Schiffe zu sagen. Daher, ja. Was ist das denn hier? Ah, Battle Droids. Na, wollt ihr eure alten Erzfeinde treffen? Die schönen Gunships. Wartet mal, Infanterie. Eigentlich soll... Wann kommt denn eigentlich mein... wo habe ich meine Infanterie? Warte mal, ihr seid meine 3, ihr seid meine 2 und ihr seid meine 1, okay. Manchmal komme ich echt durcheinander mit diesen ganzen Tasten. Wenn ich mir das so... so stark merken muss. Was ist eigentlich mit dir? Ah, der hat sich festgebackt. Alles klar, jetzt habe ich fast die AT-ATs, die Bewegung abgebrochen. Hm. Ich will ein cooles Bild machen. So mit den LAT, mit den Gunships meine ich. Die so angeflogen kommen. Sieht schon cool aus. Ich hoffe, dass man... Alter, stell mal vor, hier würdest du überall mit Gebäuden, Türmen voll klatschen. Da wirst du ja bekloppt werden, die alle zu zerstören. Besonders wie viel Geld das ist. Okay, hier ist nichts. Ah, da sind wieder solche... Artillerie, was ist das denn hier? Dirge, okay. Kann er nach oben schießen? Ich hoffe nicht. Jungs, lenkt ihr mal ab. Lol. Hört sich einfach an wie so ein Turbolaser, sein Geschiss. Los, tötet den. Bounty Hunter, okay. Weg mit dem. Ich glaube, den hatten wir auch mal, ne? Also, den haben wir auch mal genutzt bei... der Republikator, kann sein. Ist hier oben irgendwas? Ne, okay. Gucken wir mal hier unten weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir die AT-ATs jetzt eigentlich sogar erstmal warten lassen sollten. Weil die gehen mal hier unten, wir nehmen den Feind so ein bisschen in die Mangel. Da. Ups, wer ist das denn hier? Cat Bane, ich hoffe der... Boah, der hält... Trifft ihr den? Okay. Hm. Wo kommt die denn? Da oben ist ein Lager, okay. So, Jungs. Ach, der kann bestechen. Wieso kann ich eigentlich den nicht treffen? Ich verstehe das nicht. Weißt du was? Wenn er verbuggt ist, dann mache ich es eben so. So, dann ist er jetzt weg. Bevor ich mich jetzt so lange darum drum ärgere. Okay, warte. Jungs, zerstört den mal. Ich weiß gar nicht, wie stark die gegen meine LAT-Schiffe sind. Oder die LAT-Schiffe gegen die. Hab ich... Warum kommt die eigentlich nicht? Ich habe dich doch vorhin schon einen Angriffsbefehl gegeben, da runterzukommen. Ja, okay, das Ding macht guten kurzen Prozess damit. Aber wir müssen erstmal dahin kommen. Ach, weißt du was, ihr braucht, glaube ich, gar nicht mehr hier hinkommen. Weil ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Okay. Ist hier irgendwas? Wir gucken mal, ob hier irgendwas ist. Und dann bewegen wir uns jetzt hier mal Richtung Westen. Weil die AT-ATs sind echt hier... Irgendwie sind diese Modelle echt richtig unbeweglich. Ja, irgendwie fummelt da unten wieder rum. Boah, Grievous wurde ja richtig zerfetzt. Grievous wurde ja richtig zerfetzt von dem Turret, ey. Abgefahren. Okay, hier ist ja Flugabwehr. Na gut, die beiden. Okay, ah, wir haben ein paar Genosianer ausgelöscht. Was haben wir hier? Okay, hier wird mir irgendwas angezeigt, aber das ist nichts. Oh, hier ist eine Waffenfabrik. Komm, schnapp uns die mal. Da. Oh, hier ist so ein... Alter, soll ich mir den schnappen, diesen Turm? Den schnappen wir uns mal, bevor der Gegner den irgendwie sich schnappt. Ja gut, na, best, ne? Wir schnappen uns den, bevor er sich den Gegner nicht schnappt. Okay, wir haben genug Verstärkung. Ich würde mal sagen, wir nehmen... Panzer mit? Ja, nehmen wir ein paar Panzer.
die sollten besser sein. Was ist das hier? Wow, okay. Was ist das denn? Alter, ist ganz schön groß. Okay. Na okay, kann ich, na gut, wenn ich ihn nutzen kann, ist halt so. Wollt ihr mal schießen? Ich meine, das sind Genosianer. Ups. Oh, guck mal hier, das ist ein Held. Ach so, das ist, ja gut, das ist dieses, was Count Dooku als, Transporter hat, ne? Ich dachte erst, das wäre so ein Nantax, oder wie sie Teile heißen, diese genosianischen Jäger. Jungs, weißt du, was geht? Okay, jetzt kannst du dich bewegen. Komm mal hier. Komm mal hier. So, wir schicken mal unsere Teile hier hoch. Und die soll mal hier kurz Prozess machen. Weil bis die AT-ATs mal da irgendwie hochkommen, das könnte euch eine lange Zeit vergehen. Komm, mach dir mal hier kaputt, Mann. Jetzt aber, komm. Alter, das hat eine komplette Salbe vom Turbolaserturm gebraucht. Okay, also das war so ein Gebäude, wo er es hergekriegt hat, okay. Aber irgendwie so starke Separatistenbewegungen sind jetzt hier nicht so, ne, irgendwie. Na, irgendwie nur so ab und zu mal so ein bisschen Widerstand. Ist irgendwie gerade wie so eine, wie nennt man das, so eine Escort-Mission irgendwie, als würde ich irgendwas eskortieren müssen. Und dann kommen ab und zu mal ein paar Gegner. Es sieht auch cool aus, das Bild. Ah, wenn wir gerade von dem Teufel reden. Apropos, wir haben auch unsere Panzer jetzt hier. Okay, das heißt, dann wird wohl hier was sein. Wir haben auch noch 5 Helden. Darth Maul kriegt irgendwie Schaden. Kann sein, dass er gerade gegen Genosianer kämpft. So, wir gucken einfach mal. Wenn er Flugabwehr hat, ist das nicht so schlimm. Dann hauen wir ganz schnell ab. Ja, okay, da haben wir normale Fahrzeugabwehr. Ja, da sind wir gerade von Flugabwehr reden. Ja, komm, Junge. Einfach mal alle drei, da ist Dooku. Na, wir haben noch einen, ne? Ja, kommen wir mal Artillerie mit. Dann sind jetzt die Panzer meine Nummer 3. Gut, wir haben wieder, na gut, wieder noch nicht, wir haben das andere Bombardement noch. Das bringt uns nicht viel, weil der Flugabwehr ist. Ja, Flugabwehr. Das sieht echt, die halten echt viel aus für einfach mal so einen Vulture. So Jungs, könnt ihr mal bitte euch ein bisschen beeilen? Ich möchte heute gerne noch fertig werden. Und ich wollte eigentlich noch einen Part machen, wo ich ein bisschen was anderes aufnehme. Hier schießt irgendwas. Okay, irgendwie sind meine Klonsoldaten irgendwie umsonst gerade umgefallen. Komm, mach den mal kalt hier, Mann. Okay, es kann... Wow, das Adventure, es kann irgendwie sowas. Ja gut, dann bleibt er drin. Ja klar, es hat meine ganzen Fahrzeuge geklaut. Na, wenigstens jetzt Artillerie in Reichweite. Oh, es ist okay, jetzt kommen schon viele. Das finde ich aber echt scheiße, dass es einfach meine ganzen Fahrzeuge gemobst hat. Und Infanterie auch noch, okay. Na, wenigstens haben wir Artillerie, die kann jetzt da mal ein bisschen aufräumen. Kommt Jungs, da sind genug Ziele. Jetzt geht da jemand durch. No. Wer ist das, Ventures oder Dooku war das gerade? Ja, das ist... Ah ne, ist irgendjemand anderes. Hm. Na okay, Hauptsache die geht jetzt drauf. Es läuft irgendwie nicht mal so gut. Der Anfang lief irgendwie ganz gut, aber jetzt gerade so...
irgendwie sind die AT-ATs heute nicht so gut drauf. Also ich hole mir jetzt auch noch mal so ein Dings hier zum Aufklären. Das Ventress? Ne, auch was Sing meine ich. Ventress ist, läuft irgendwo noch rum. So, ein Held noch. Und dann haben wir gewonnen. Hoffentlich. Warte, setz doch mal. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Dieses dauert mir irgendwie mal zu lange. Wow, ja, es ist ultra windig hier raus draußen bei mir. Ah, da ist Ventress. Irgendwo hier ist Ventress. Die hat Schaden gekriegt. Infanterie einmal bitte vorrücken. Time Mauler ist immer meine Nummer 3 und du bist meine Nummer 4. Überfährt er meinen Truppen? Nee. Ist eigentlich ganz cool, wenn ihr die Flugabwehr hier einfach mal ganz schnell aus... Wer tötet die? Och, Junge, habe ich den... Weiß aber, wo ich jetzt nicht geachtet, ob ich den Befehl gegeben habe, so weit vorzurücken. Und ich konnte natürlich wieder mal nicht auswählen, wenn ich darauf klippe. Okay, das ist ein Fahrzeugabwehrturm. Ja gut, jetzt ist eigentlich die Flugabwehr mir egal. Habe ich meine Klonsoldaten nicht auf 2? Okay. Das ist, glaube ich, die Offiziersakademie da unten. Ja, die ist eigentlich echt recht unwichtig gerade. Wo ist eigentlich dieser riesige... Alter, bist du lahmarschig. Leck mich an den Füßen, ist der eine Schlafmütze. So, wie sieht's hier aus? Junge, könnt ihr... Lasst euch doch nicht abschießen, jetzt mal ganz ehrlich, weißt du? Manchmal, ne, wenn du da in so einem Time-Roller sitzt und da kommt halt so ein AAT und schießt auf dich, dann bleibst du einfach stehen, oder was? Ich nutze jetzt mein Bombardement gleich. Hier. Obwohl, hier kann ich eigentlich die Timer oder so in die Luft jagen. Wow, das hat's ja richtig gebracht. Macht ihr da gut Schaden dran? Nee, eigentlich nicht. Ist hier was, bis da irgendwas oben ist, kann ich das Bombardement gerade losschicken. Ja, okay. Ja, ist das, die Artillerie kann eigentlich da bleiben, die brauche ich irgendwie gerade nicht. Ja, komm. So, kommt, jetzt macht man die Kackgebäude hier kaputt. Trifft ihr den? Nein, ich schieß gegen die Wand, okay. So, weißt du, was macht hier? Das sind kleine Panzer, Mann, die sind schon links veraltet. Oh, okay. So ein OG-9 ist schon stärker. Ah, den trifft hier wieder aber nicht alle richtig. Außen sogar mehrere. Oh, es ist jetzt wieder so ein Bug, dass ich die nicht treffe. Also, ne, das kriegt mich schon öfters auf, ne, dass in manchen Star Wars Versionen, wie zum Beispiel hier gerade, dass der nicht trifft. Wie soll ich den jetzt besiegen? Bleibst du da stehen? Muss ich extra so ein scheiß Bombergeschwader rufen, weil die da nicht, weil die nicht auf den Körper schießen, sondern irgendwie auf die Beine. Ja. Guck mal, die treffen alle nichts. Sie haben die irgendwie gesoffen, ne? Schieß mal auf den. Ah, kannst du nicht, okay. Ah, der wird gleich irgendwo hier abhauen, ne? Und dann muss ich den suchen. Ja, geht doch. Also sowas finde ich mal richtig scheiße programmiert. Mann. So Jungs, macht hier kurz einen Prozess, ich will fertig werden. Ja, das ist die Offiziersakademie. Da kommt vielleicht ein Held oder sowas raus. Nee, okay, nochmal. Oh, das heißt, das war nicht mal letzte. Das muss ich noch Gegner suchen. Och nee, und ich habe jetzt keine schnellen Fahrzeuge mehr. Ach nee, die Karte wird aufgedeckt, sehr schön. Sind eigentlich nur Genusianer noch, ne? Hä,
Hey, wo ist denn noch was dunkelblau hier? Oh, ich habe einen bekommen, okay. Ist ja cool. Aber wo ist denn hier noch was? Vorhin ist hier ein Panzer irgendwo lang gefahren. Oh, lol. Hä, wo habt ihr die Panzer her? Da schicke ich gleich mal einen Bomber da mal runter. Ach ne, er verpisst sich. Sehr schön. Boah, das hat jetzt aber lange gedauert. Woher der Hell? Wo hat er die Fahrzeuge her? T4B-Panzer? Das ist klar. Oh, war das eine Geburt, ey. 9000 Credits. Da hauen wir erstmal einen Turbolaser-Turm hin. Auf so einer Riesenkarte. Ach, Infanterie brauchen wir nicht. Gut. Ich bin etwas genervt, weil ich mag solche riesigen Karten nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bei dieser komischen Geonosis-Karte da irgendwie viel zu groß war. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.